Welcome, welcome, meine Freunde. Es geht mal wieder in ein neues Abenteuer. Wir haben es jetzt, ich kann mal schauen, es ist jetzt 5.42 Uhr. Es ist mal wieder sehr früh, aber das ist auch immer ein ganz gutes Zeichen. Denn, das heißt, es geht immer irgendwo weiter weg hin. Aber diesmal auch in dem Fall. Ich wurde eingeladen von Audi, nicht zu den Creator Days, sondern heute geht es zu den Audi Sport Days und die sind wirklich sehr, sehr krass. Da werden die neuesten Modelle von Audi vorgestellt, Facelift-Modelle und so weiter. Ich habe schon eine Übersicht bekommen, was es an neuen Autos gibt, aber wie es dann letzten Endes aussieht, welche Autos da stehen und so weiter, zeige ich euch da. Ich muss wahrscheinlich auch warten, bis ich das Video hochladen darf. Wir haben jetzt den, was haben wir denn heute? Den 5. Juni, Mittwoch, den 5. Juni und ich denke mal, das Video wird dann irgendwann im August rauskommen. Ja, da ist nämlich das Embargo, deswegen darf ich da erst die Sachen zeigen und ich möchte natürlich nicht irgendwas vorenthalten in dem Video. Und ja, für mich geht es jetzt erstmal zu Oscar in die Stadt nach Hannover und von da aus dann zum Flughafen. Der wird mich begleiten und wird mir ein bisschen helfen beim Filmen. Ja, den holen wir jetzt ab und dann wird mein Arm hier auch nicht mehr schwach, dann kann nämlich Oscar weiter filmen. Tschüss. Wir sind am Flughafen angekommen. Wir wurden ein bisschen blöd angemacht von einem Security-Typen. Ja. Der hat uns ein bisschen angenommen. Du bist unter dieser Linie durchgegangen. Das fand er nicht so schön. Ja. Aber man muss auch sagen, vor mir standen null Leute. Deswegen ja, wichtig, das war keiner vor uns. Deswegen mussten wir die Schlange auch komplett ausgehen. Ja, manche Leute sind einfach ein bisschen weird drauf. Auf jeden Fall, warum wir hier stehen. Meistens kommen hier noch die Videos von den Fliegern. Der ist übrigens gerade noch nicht da. Aber wir haben jetzt eine andere Mission. Wir gehen nämlich jetzt hier in die Business, nicht First, Business Class. Was ich vorhin vergessen habe noch zu erwähnen, das wollte ich jetzt noch mal hinterher schieben, ist, wir fliegen nach Spanien, nach Malaga, werden heute ankommen, haben da heute ordentlich Programm, abends essen. Ich freue mich sehr aufs Wetter, weil wenn man hier rausguckt, kann man einfach nur ja, weinen und irgendwo gegenlaufen. Und ja, morgen geht es dann am Nachmittag wieder zurück, abends wieder da. Ist immer ein bisschen stressig, aber wird guter Stress sein und ich freue mich sehr. Und jetzt freue ich mich noch mehr aufs Frühstück. So, jetzt sind wir gerade aus dem Flieger raus. Wir haben es geschafft. Wir sind einmal zwischengelandet in München, weil es keinen Direktflug gab. Oscar ist so lieb und hat neben seinem nicen T-Shirt hier noch meinen Koffer, damit ich anständig filmen kann. Ja, wir gehen jetzt erstmal auf Klo. Ich muss sehr dringend auf Klo. Und dann werden wir mal schauen, dass wir hier den Shuttlefahrer finden. Und der wird uns dann zur Location fahren. Also ich habe mich ein bisschen vertan. Wir haben jetzt keinen Fahrer, aber wir haben die Autos hier auf einem Fleck. Ihr habt es eben ja ganz kurz schon mal gesehen. Ich warte kurz, bis die Jungs hier beiseite sind, aber so sieht es hier aus. Die Autos sind hier einfach geparkt. Ich habe jetzt gerade den Schlüssel bekommen und jetzt fahren wir ungefähr so 20 Minuten direkt zu den Studios rüber. Ja, ich glaube, schöner und entspannter kommt man wirklich nicht zum Hotel. Klar, gefahren werden ist auch schön, aber mit dem SQ8, mit dem neuen, macht das sicherlich auch einiges an Spaß. So, auf dem Zimmer angekommen. Ihr seht schon, ich habe hier einen Hut bekommen. Wir haben auch Sonnencreme bekommen, weil es heute so unglaublich heiß ist. Wir haben knapp an die 30 Grad. Den ziehe ich hier auch gleich auf jeden Fall mal aus. Aber ich wollte euch mal das Zimmer zeigen. Das sieht nämlich echt sehr cool aus. Kriege ich hier noch ein bisschen Licht? Nochmal hier. Ja, ein bisschen sieht man das ja schon. Also, hier hat man wirklich keine Wünsche mehr. Einfach mit einer eigenen... Wer klopft hier? Wer klopft? Also, okay, gut, meine ist nicht ganz so heftig wie bei dir. Man muss ja wirklich aufpassen, da nicht reinzufallen. Ja, also das ist schon. Oh, hier geht's noch. Oh, guck mal, hier können wir uns. Sexdusche? So, ja, so.
Aber ich muss mich jetzt schnell umziehen, denn um 15 Uhr geht das Programm weiter. Wir haben es jetzt 14:45 und da gibt es noch was Kleines zu essen. Und ich möchte mir auf jeden Fall noch was in den Bauch schmeißen, weil wir jetzt ein paar stressige Stunden wahrscheinlich vor uns haben. Also ja, geht's jetzt los. Ich zeige euch mal, wie es da aussieht. Und ja, bis gleich. So, also wir haben jetzt genau 2 Stunden gehabt, wir haben eine Punktlandung gemacht, das ist genau 5 Uhr, ihr seht es hier. Guckt euch mal bitte die Location an, das ist ja wirklich komplett gestört, oder? Also ich meine, das sieht aus wie in irgendeinem Spiel. Wir haben hier Wasser, ist natürlich ein bisschen eingeschränkt, wir haben da hinten noch Gummistiefel gehabt und ja, wir haben uns dazu jetzt aber entschieden, mal hier barfuß durchzulaufen. Und ich meine, für sowas liebe ich diese Events. Wie viel Arbeit dahinter steckt. Hier gehen noch Leute vorher hin, organisieren alles und tun alles, dass das hier so aussieht, wie es jetzt gerade aussieht. Und das ist erst die erste Location. Wir haben noch andere Locations und heute Abend noch im Sonnenuntergang, morgen im Sonnenaufgang und so weiter. Also, ich weiß nicht. Es ist einfach nur immer ein Erlebnis, hier zu sein. Ich freue mich schon auf den nächsten Spot. Ich weiß nicht, welches Auto ist als nächstes? Weißt du das? Q8 Performance, genau, okay. Also da sind wir mal gespannt, wie es da aussieht, aber da hüpfen wir jetzt mal hin. Ist das Licht an? Guck mal vorne. Ist an? Okay, gut. Also, wir sind jetzt an der zweiten Location. Ich mach mal einen Schwenker drüber zum Performance. Wir haben hier den RS Q8 Performance und den normalen RS Q8. Farbe, tut mir leid, ich weiß es nicht mehr auswendig, aber ich meine, was denn? Ja, Toner, irgendwas, Metallic, Glanz, pur, matt, irgendwas. Aber es ist eine unfassbare Hitze hier drin. Wir sind am Schwitzen, wenn ich drin meine Videos im Auto mache. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich, es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Wir sind wieder, machen hier eine Punktlandung. 3 Minuten haben wir noch Zeit, 2 Stunden haben wir jetzt gedreht. Verschiedene Sachen haben wir jetzt hier abgedreht mit dem Nicht-Performance und mit dem Performance-Modell. Ich finde, ja, sieht sehr geil aus. Aber weißt du, was wir live einmal kurz machen können, bevor ich das irgendwie umschneide? Lass den mal ganz kurz anmachen, den Performance. Komm mal mit, die ganze Zeit am Rumrennen. An und aus und Zündung und so weiter. Ich weiß, ich habe das Mikrofon jetzt hier drin, aber wir können, oh, Zündung aus, Zündung an. Und ich schmeiß den jetzt hier mal kurz an. Und ihr sagt mir mal bitte ganz kurz, was ihr von diesem geilen Sound haltet. Also, so laut war der, glaube ich, noch nie. Warte, gib mir mal die Kamera und gib du mal ein bisschen Gas. Alter Schwede, das ist... Ja, V8. Vielen Dank. Ja, reicht. Das war auf jeden Fall hier die zweite Location. Und jetzt gehen wir zur nächsten. Ich weiß noch nicht genau, wie es da aussieht. Ich glaube, hier vorne ist noch so ein Plateau und irgendwie noch was anderes. Wir lassen es überraschen. Aber ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach nur krass hier. Also ab zum nächsten. Also, wir sind jetzt fertig da mit dem Slot. Ich muss mal ein bisschen weiter weghalten. Wir haben ja hier den schönen SQ8, mit dem wir hier von Spot zu Spot fahren. Achso, warte mal, ich kann das hier mal zeigen. Wir haben hier die Karte. Ich hoffe, ich darf das irgendwann zeigen. Wo wir hier immer von dem einen Spot, hier waren wir gerade bei dem Studio und jetzt fahren wir hier ganz oben hoch, so wie ich es verstanden habe, zum RS3. Und beim RS3 haben wir einmal den Kombi quasi und die Limo. Und also so wie ich es verstanden habe, mal gucken, wie das da jetzt gleich aussieht. Und ja, also so kommen wir hier von Studio zu Studio, von Spot zu Spot. Und werden mal gucken, wie es da oben jetzt aussieht. Ich denke mal, die Aussicht wird da echt richtig geil sein. So, wir sind von Spot zu Spot gegangen, aber auch der letzte Spot, ich meine, guckt es euch an, das ist einfach nur ein Träumchen. Da hinten ist die Sonne eben untergegangen, da haben wir noch schöne Bilder gemacht. Und ja, ich glaube, jetzt haben wir uns das echt verdient, mal eine Runde das Barbecue jetzt zu genießen, auch wenn es jetzt 9:30 ist und es schon so spät ist. Aber jetzt können wir auch mal Feierabend machen. Und ja, morgen geht es dann weiter. Wir sehen uns jetzt gleich beim Abendessen. Vielleicht haben wir noch kurz 4 Minuten, um uns mal kurz frisch zu machen. Aber ja. Mit dem Bild ist erstmal Ende für Content für heute und ich freue mich sehr auf morgen. Und jetzt lassen wir den Abend ausklingen. Strobo-Effekte.
fast vergessen. Ich mache es jetzt einfach so, weil ich keine Lust habe, mir das Ding hier wieder anzubommeln. Ich hoffe, das passt so mit dem Ton, das funktioniert so. Wir haben jetzt gegessen, wir haben noch viel gequatscht. Wir haben es jetzt irgendwie 11:30. Morgen geht es wieder sehr, sehr zeitig zum nächsten Drehslot. Der ist nämlich zum Sonnenaufgang um 6.30 Uhr. Ich habe aber wieder mal ein bisschen Rückenschmerz, weil ich ein kleiner Rentner bin. Und habe mir jetzt mal hier die Badewanne einlaufen lassen, um nochmal ein bisschen abzuschalten, ein bisschen runterzukommen und dann in 20 Minuten pennen zu gehen. Wir haben auf jeden Fall lecker Fleisch gegessen und Barbecue-Zeugs und haben uns wirklich nett unterhalten. Das ist wirklich immer schön auf den Events abends, egal wie kaputt man ist, einfach nochmal mit allen Leuten zu sprechen, ein bisschen runterzukommen, neue Leute vor allen Dingen auch kennenzulernen und ja, macht wirklich einfach immer Spaß. Wieder konnten wir weder Wellness noch Pool noch sonst irgendwas machen, so wie es immer ist. Ich habe nicht mal meine Badehose mitgenommen, weil ja, die Hotels geben es meist her, aber die Zeit leider nicht. Deswegen, ja, ist so wie es ist. Hat trotzdem sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und da wird einiges an coolen Content sein. Ich hoffe, das funktioniert alles. Wir mussten ja die SD-Karte abgeben. Also ich habe jetzt gerade meine eigene drin und alles vom Flughafen. Anreise habe ich mit meiner SD-Karte gemacht und sonst bekommen wir... Boah, mir ist das zu schwer. Ich mache das jetzt so. Da haben wir externe SD-Karten bekommen, die wir dann wieder abgeben. Und dann ist das auch die Kamera zugeklebt und so weiter. Handykameras werden abgegeben und auch zugeklebt. Also das wird hier Thema Sicherheit schon sehr ernst genommen, damit auch nichts vorher veröffentlicht wird. Das ist sehr, sehr exklusiv und was wirklich Besonderes. Und ja, ich denke mal, dieser Vlog wird dann wahrscheinlich zum letzten Embargo, also Veröffentlichung, für die Autos irgendwann vielleicht im August, wenn ich Glück habe, hochgeladen werden. Also ja, wir haben es jetzt Anfang Juni. Irgendwann in den nächsten 2 Monaten werde ich wahrscheinlich diesen Vlog hochladen. Aber ja, dann sind alle Autos wahrscheinlich schon vorgestellt und gezeigt. Und dann darf ich auch hier offiziell in dem Vlog alles zeigen. Ich hüpfe jetzt nochmal in die Wanne, mach entspannt und wir sehen uns dann morgen zum Sonnenaufgang mit dem RS4 und mit dem alten RS4 aus 2000. Ich weiß gar nicht, welche Baureihe das ist, aber die sehen auf jeden Fall cool aus, haben wir schon gesehen. Seht ihr morgen nochmal. Gute Nacht. Moin. Ja, es ist sehr, sehr früh. Es ist der zweite Tag vor 6 Uhr aufstehen, beziehungsweise ich bin jetzt schon seit 10, 15 Minuten wach und habe schon 2 Videos hochgeladen, die ich gestern geschnitten habe. Aber... 6.30 Uhr ist das Shooting, das heißt, ich habe mich jetzt gerade schon angezogen und mein Kopf kommt gerade ein bisschen klar. Das ist nämlich überhaupt gar nicht so meine Uhrzeit. Ja, ich werde jetzt mal Zähne putzen, mich mal fertig machen und dann flitzen wir mal rüber. Das ist ja hier nur die Straße runter. Dann bin ich mal gespannt, was wir da heute für ein Licht haben. Mir wurde sehr gutes Licht und ein sehr schönes Setting versprochen. Ich würde auch, glaube ich, nichts anderes erwarten, aber ja. Mal gucken, wie es da aussieht. Wirf mal rüber. Das Setup steht. Wir sind jetzt hier vor Ort und haben den neuen RS4 mal gestartet und auch den alten. Ich glaube, den kennen wir aus 1-2 Videos. Die Sonne geht leider hinter den Wolken auf. Man sieht da hinten, sind riesen Regenwolken. Das ist leider ja, nicht zu vermeiden, ist halt manchmal so. Das heißt, wir haben jetzt hier keinen richtig schönen Sonnenaufgang wie erhofft. Aber das ist auch nicht so schlimm, denn es ist halt einfach so, es sieht auf jeden Fall echt krass aus, wie diese beiden Autos hier nebeneinander stehen, vor allen Dingen in dem Gelb. Der RS4, der neue, hat gelbe Kontrastnähte. Warte, wir können mal reinschauen und mal kurz gucken und drüben. Der alte hat auch Schalensitze drin. Licht! Licht! Das sieht schon wirklich sehr, sehr verrückt, sehr gut aus. Und hier hinten sehen sie so aus. Ja, sehr cool. Und hier drüben, gehen wir auch mal hin, haben wir auch überall Kontrast. Gelbe Kontrast, auch Schalensitze. Wir machen jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen Content, machen ein bisschen Fotos, warten bis es ein bisschen heller ist, dann kann man noch Video ganz gut machen, ein paar Clips und dann sind wir auch schon durch hier. Dann geht es danach später auch relativ schnell wieder zum Flughafen und zurück. Dann waren wir gute 24 Stunden hier
und haben gefühlt jede Minute eigentlich genutzt. Nicht gefühlt, wir haben jede Minute genutzt. Gut, wir legen mal los, bis später. Oskar hatte sich das eben gerade schon angeguckt, wir können mal reinschauen. Zu dem Wagen gibt es, sieht man da hinten, Semislicks auf schwarz-matter Felge. Und es gibt zu dem Auto auch noch was dazu. Und zwar hier eine Uhr dazu, zu dem Wagen. Und das ist nämlich die RS4 Edition 25 Years. Sieht man das hier? 250 Stück gibt es davon. Und dann gibt es hier noch irgendwo im Handschuhfach natürlich. Ah, okay. Das ist natürlich auch wild. Ja, passend zum Fahrzeug. Ey, das sieht ja verrückt aus. Nice. Ist schon echt sehr special. Hier, 250 Stück gibt es von dem, ne? Natürlich. Ja. Also, der wird einiges kosten. Ich kann ja mal den Preis einblenden, den werde ich noch rausfinden. Und ja, dann werden wir jetzt mal loslegen und dann sehen wir uns wirklich später. So, wir sind durch. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt fertig. Sonne ist auf jeden Fall ja, ein bisschen höher, aber immer noch hinter den Wolken so ein bisschen verdeckt. Und ja, wir sind jetzt geschafft. Wir sind noch hungriger und haben jetzt ein Stündchen, um noch mal kurz was Kleines zu futtern. Und ja, dann werden wir uns in dem schönen SQ8 wieder auf dem Weg zum Flughafen machen. Und dann geht die schöne Reise wieder zurück. Aber ich denke mal, da werde ich nur 2-3 Szenen vom Rückflug noch einblenden. Und das war es dann auch. Also ja, das war der kleine Vlog. Der wird wahrscheinlich erst in 2 Monaten kommen, wie gesagt. Und dann sehen wir uns dann. Ich hoffe, ihr hattet einen coolen Eindruck bekommen können. Vielen Dank an Oskar. Gerne, gerne. Die Unterstützung habe ich hier wirklich gebraucht. Und ja, vielen, vielen Dank auch an Audi, dass wir hier dabei sein durften. Das war wirklich ein Erlebnis. Das fing an mit dem Business-Class-Flug hierher, auch wenn es nur Kurzstrecke war. Aber ja, das ist auf jeden Fall immer was echt sehr Besonderes. Und ja, da sind wir sehr happy drüber. Bis dann.